Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir mit unserer Buchse hier von Minmus wieder zurück zu Kerbin geflogen und haben ein paar Experimente im Weltall durchgeführt. Heute steigen wir mit Bob noch einmal aus hier. Und machen hier eine EVA-Forschung. Soweit ich weiß, macht ihr hier genau sein Baseball. Und wir rutschen. Auch interessant. Hier rutschen Kerbals. Tschüss, genau. Und davon kriegen wir nur 3 Wissenschaftler. Ja, okay, weil es auch Kerbin ist. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir nach da hinten kommen, weil der Baum interessiert mich. Oder wir müssen ein Fighterjet machen, mit dem wir... Das machen wir. Nö, das machen wir nicht so. Das wird zu lange dauern. Wir schauen, dass wir irgendein Fighterjet bauen, mit dem wir hier hinkommen. Wir haben hier in der Nähe auch dieses KAC, wo wir rein theoretisch von aus starten können. Von daher sollte das ja hoffentlich auch klappen. Du sollst boarden, nicht hochhüpfen. Das würde 90 Tage noch dauern. Lecco mio. Okay, zurückholen. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir gemacht haben. Ob wir uns irgendwas Leckeres kaufen können. Wäre natürlich geil. Wäre schon irgendwie so lecker. Aber muss man natürlich gucken, was genau da jetzt abgeht. Dann holen wir uns ein Flugzeug mit ein paar Messgeräten, einem Forscher noch drin, irgendwie in einer Personenkapsel und fliegen mal zu einer Station, wo wir irgendwo was machen können. Vielleicht können wir auch Propeller verwenden, das wäre auch cool. Propellermaschine. Wäre auch was Feines. Ich höre die Vögel. Die sind in einem komplett anderen Raum, da ist ein Gang noch dazwischen und ein 3D-Drucker, der druckt. Und du hörst irgendwie nur die Vögel. Das ist so geil. Den 3D-Drucker hörst du nicht. Ich muss mal gucken, ob man den Server hört, weil der ist jetzt gerade im Keller aktiv. Den muss ich mir nachher nochmal angucken. So. Come on. Ich höre. Ich sehe aber nichts. Okay. 420. Oh, richtig schön viel Wissenschaft gemacht. So mögen wir das. Wir tun immer zum Tag vorspulen. Eine Stunde noch. Perfekt. So. Hier ist der Tag wieder. Wir haben 400 Punkte. Für 300 kriegen wir zum Beispiel größere Shells hier. Aber sind die um 550 gibt es neue Triebwerke. Das wäre natürlich irgendwas Verlockendes. 300 gibt es hier neue Roboter. 160 gibt es neue Antriebe hier. Es gibt die Teile hier. Die braucht man aber eigentlich nur, wenn man was bemannte Booster landen will oder sowas. Es gibt aber den Tyrolytor hier. 90 gibt eine neue Kapsel. 160 gibt uns EVA. Hier ein paar interessante Sachen noch. Was kriegen wir denn hier für 300? Mech-Jab rein theoretisch. Ascent Landing Spaceplane Title. Okay, what? Ein paar neue Probenköpfe, was natürlich auch was ganz Feines wäre. Was hätten wir hier? Elektronik. Kerbal Engineering System, Medium Survey, Dish Reflector, Seismometer, integriertes Rack, Material, Wissenschaftslabor. Dieses Labor bietet allen Instrumenten, Computern Platz für Geräte, Racks, um Material in Mikrogravitation zu studieren. Sie müssen Laborgeräte, Racks und Experimentalmodule installieren, um Forschung zu betreiben. Okay. Ein paar andere Magnetatronen, das haben wir natürlich noch gar nicht gehabt. Eine Bodenstation, eine Seismologiestation. Das haben wir hier, das kostet 55 wieder. Ein Safer. Okay. Neue Solarpaneele. Das hier wäre natürlich so eine sehr interessante Sache. Neue Lebensmodule für längere Deep Space Habitation Module. 6 Leute passen rein, da passen 12 rein. Logistik brauche ich jetzt nicht unbedingt. Feldforschung, neue Reifen, neue Beine, Service Landebucht. Das sind natürlich schon so Sachen, wo man sagt, wäre schon interessant, ne? Neue Buchsen. Upgrade Slots. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ne? Also ich bin mir richtig unsicher, was ich kaufen sollen würde, wenn ich es kaufen könnte. Oder ich kann es kaufen, aber ich wüsste nicht, was ich kaufen soll. Irgendwie würde mich ja zum Beispiel das hier ein bisschen antören. Mit den neuen Probenköpfen. Oder das hier, weil es halt einen Magnetatron noch hat. Es hat noch den Beschleunigungsmesser. Mit der neuen Forschung. Und halt auch noch ein paar Bodenmodule. Komms Level 6.
Allgemeiner Transport- und Aufwahrungsbehälter für Experimente kann 4 Experimente halten. Gott, das ist immer so eine schwere Entscheidung. Warum? Hier gibt es auch neue Sachen. Crewpaven, Lab Size. Neue Antriebe in anderen Größen. 160, da könnte ich 2 kaufen sogar. Wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme das hier und das hier. Ich glaube, das mache ich auch. Ich kann sogar noch mehr kaufen. Jetzt könnte ich noch was kaufen. Jetzt könnte ich rentabel die noch kaufen. Die braucht ja keiner. Ja, dann habe ich jetzt halt noch 100 Punkte übrig. Aber ich habe zum Beispiel noch ein bisschen was gekauft. Ist doch ganz fein. Was ist das hier? Ein Lifter. Das sind Propellermaschinen. Okay. Aber wir haben 2 neue Sachen gekauft. Mit denen wir hoffentlich ein bisschen was machen können. Nee, ich habe die Magnetotron ja gar nicht gekauft. Ich habe jetzt die Flugteile gekauft. Ich glaube, ich schlumpf. Ach, Mann. Ich habe gedacht, ich bin schlau. Okay, dann suchen wir uns jetzt mal diesen blöden Baum. Der interessiert mich jetzt. Und danach würde ich ehrlich gesagt überlegen, nicht zu gucken, ob man nicht vielleicht einen Versuch unternehmen sollte, Kerbals nach Duna zu kriegen. Vielleicht kann man sie in Deep Space Sleep versetzen oder sowas. Was ich auf jeden Fall machen muss, ich muss die Besatzung mal wieder von der ISS oder von unserer MSS, Internationale Space Station, holen. So. Aber davor müssen wir jetzt gucken, dass wir hier Crew mitnehmen können. Crew-Kapazität 2, dann nehmen wir dich hier doch gleich. Dann brauchen wir die dementsprechenden Triebwerke natürlich. Rumpfteil kurz. Nein, oh, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgetappt. Geil. Das schaffe ich immer wieder. Habe ich für das Ding keine anderen Teile außer die? Wollt ihr mich verarschen? Als ob ich nur dieses blöde kurze Teil habe. Also wenigstens Liquid Fuel. Okay, jetzt muss ich also 3000 Teile von dir anbauen. Okay, so. Du, wenn sie denken, das ist gut, dann machen wir es halt so, ne? Ich hätte echt das, davon hätte ich mehr, lol. Aber wahrscheinlich nicht. Eine Hurricane-Propellermaschine. Hat die nicht einen kleineren Propeller hier? 1 Meter pro Sekunde. Auf was basieren denn die eigentlich? Strom. Also damit können wir auf jeden Fall auch mal probieren, was zu bauen mit diesen Propellern. Das könnte sehr interessant werden. Aber jetzt brauchen wir erstmal irgendwas Schnelles, Agiles, was von A nach B schnell kommt. Um zu überprüfen, was da zur Hölle abgeht. Die stecken wir hier vorne dran, doppelt. Wo ist eigentlich der Ausgang aus dieser... Oh, scheiße, genau da. Ne, das passt schon. Und dann brauchen wir hier hinten noch... Ich kann hier vergrößern, oder? Jawohl. Wenn das ein bisschen groß ist, wir machen hier mal solche... 50, so. Und dann... brauche ich noch die dementsprechenden Teile. So. So, schauen wir, ob das funktioniert. Dann brauchen wir natürlich noch die Triebwerke. Die lila Triebwerke. Jetzt musste ich nur kurz das lesen. Tut mir leid, Leute. Wir brauchen dann noch hier Aerodynamik. Wo haben wir denn hier? Ja, das sind Bauanteile. Das sind gar keine... Immer diese blöde Suche nach Teilen, die man irgendwo draufbauen kann, wenn man nicht alles freigeschaltet hat. Ich hasse es. Ich hätte doch bloß nur so gerne so eine Ansaugstation. Haben wir sowas nicht? Triebwerkssockel. Nee, kein Triebwerkssockel. Sowas bloß, dass ich es anbauen kann irgendwie. Da, hier.
Links, rechts zwei Ansaugmodule. Das ist jetzt ein relativ simples Flugzeug, aber ich hoffe, dass das genauso fliegt, so simpel wie es ausschaut. Das wäre nicht genau dann, was ich gehofft hätte. So. Dann Lereifos. Nö, dann nehmen wir noch die Originalen. Das passt nicht. Das wird so wirklich super groß. Das ist jetzt vielleicht hier auch ein bisschen übertrieben. Schaut aber auch irgendwie so ein bisschen übertrieben aus. Ganz ehrlich, ich hätte es gerne verwendet, aber schaut voll übertrieben aus. So, okay. Dann nehmen wir gleich mal ein bisschen Forschung auch mit. Wir sehen auch gar keinen Strom hier dran und alles. Batteries und alles. So. Das sollte ja auch alles gut drauf passen. Geigerzähler nehmen wir auch mit. Brauchst du zwar eigentlich auf der Erde, hoffentlich nicht. Aber wir können mal... Habe ich nicht hier auch Magnetometer? Ah, nee, genau. Habe ich ja nicht gekauft und so. Ich bin so schlau. So schlau würde ich jetzt zwar nicht sagen, aber ich bin dumm. Richtig dumm. So, und dann nehmen wir doch noch ein paar Aerobrakes einfach auch. Was tun wir jetzt hier hinten drauf? Dann gehen da so die Dinger auf, wollen wir, und dann... Ist ja wurscht, das passt schon so. Das ist der Forscher One. Speichern. Und ich würde sagen, den schicken wir mal aufs Rollfeld, oder? Gucken wir mal, was er kann. Der Forscher One. Der wäre doch ganz spannend zu wissen, was da jetzt abgeht. Bin mal gespannt. Es ist 18 Uhr schon, Wahnsinn. Ich habe heute so viel gemacht, ich bin echt erstaunt. Heute habe ich echt viel gemacht. Und irgendwann sollten wir mal zu unserem Hauptschiff eigentlich zurückkommen, was wir vor Ewigkeiten sogar für die Deep Space Forschung vorbereitet haben, was bis jetzt immer noch im Orbit vom Mann rumhängt. War voll schlau von mir, das Ding zu bauen. Aber ja, das sollte man zu Minmus mal transferieren lassen, und dann von Minmus aus könnte man mal einen Forschungsflug vielleicht vornehmen zu Duna. Problem ist, man kommt halt auch nicht schnell nach Duna. Wenn irgendwas ist, sind sie tot. Roger. So, wir probieren das Ding mal abziehen lassen. 3, 2, 1. Engine Failure. What the fuck ist jetzt passiert? Ausschalten der Triebwerke. Okay, Leute, ich würde sagen, das ist ein passender Punkt, um diese Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.